25 Jahre Mauerfall, herzlich willkommen wieder. Wir senden 25 Stunden Mauerfall vor 25 Jahren auf TV Berlin und ich habe mir ganz viele Gäste eingeladen, die uns mal erzählen, wie sie diese Zeit verbracht haben, diese Stunden in der Nacht vom 9. November. Und wir zeigen auch zwischendurch Filme über die Demonstrationen, über das, was an den einzelnen Grenzkontrollpunkten passiert ist. Also 25 Stunden volles Programm, 25 Jahre Mauerfall auf TV Berlin. Und jetzt habe ich den Mann zu Gast, der damals regierende Bürgermeister war von Berlin, also direkt an der Frontstelle, direkt der wichtigste Mann dieser Nacht war in West-Berlin, nämlich Walter Momper. Herzlich willkommen. Ach, wunderbar. Können Sie heute durchatmen, ne? Nach 25 Jahren kann man schon mal durchatmen. Aber ja. Ich will mal im Sommer anfangen, ja. Im Sommer 89. Mhm. Haben Sie da irgendwas gemerkt? Wie war die Situation im Verhältnis West-Berlin zu Ost-Berlin und DDR? Zeichnete sich was ab? Naja, es war offenkundig ab August, September, Oktober, dass irgendwann, wie wir das nannten, der Sturm von hinten über die Mauer kommen würde. Also die Leute, war ja völlig absurd, dass man über Budapest, Prag, Warschau ausreisen konnte, aber um die Ecke über den Grenzübergang nicht. Und dass die Leute sich das nicht lange würden gefallen lassen, das war uns ziemlich klar. Wir haben dann immer versucht, eine Vorstellung zu entwickeln, wie das sein könnte. Aber es kam immer nur, lief immer nur auf ein furchtbares Blutbad raus. Die Grenztruppen schießen, sie schießen viele tot, schwer Verletzte. Ein furchtbares Blutbad, anderes hatten wir nicht in der Überlegung. Dass es friedlich laufen könnte, konnte man ja nicht unterstellen. Es war ja noch im Februar der Chris Geffroy an der Mauer ermordet worden, als er von Ost nach West schwimmen wollte. Also solche Überlegungen haben wir angestellt, aber wir konnten nicht wirklich helfen. Wir konnten dann nicht irgendwie eingreifen und dabei blieb es dann auch. Aber dann kam am 29. Oktober ein Anruf oder was auch immer, jedenfalls eine Einladung zu einem Gespräch mit Günter Schabowski. Kommen Sie bitte nach Ost-Berlin ins Palasthotel, heute Ihr Radisson-Hotel, und wir besprechen was. Naja, das war ein ziemlich ausführliches Gespräch mit dem Schabowski, wo wir die Interessen West-Berlins einbringen wollten. Wie können wir zusammen was machen? Und im Laufe dieses Gesprächs, ziemlich am Ende, sagte er dann eher beiläufig. Im Übrigen, der hat das mit dem Ende und der Beiläufigkeit. Ja, er hat das mit dem Ende und der Beiläufigkeit, das kann man wohl sagen. Also er sagte ganz beiläufig eher, wir werden Reisefreiheit geben. Und da habe ich gesagt, naja, was meinen Sie denn damit? Was verstehen Sie denn darunter? Naja, jeder, der reisen kann, kann ausreisen auf Dauer. Und jeder, der vorübergehend reisen will, kann auch reisen. Und dann sagte er noch dazu, ein moderner Staat ist ohne Reisefreiheit nicht mehr denkbar. Da habe ich gedacht, das war am 29. Oktober 89. Das war am 29. Oktober. Naja, habe ich gedacht, das ist ein bisschen spät, die Erkenntnis. Aber ist ja immer gut, wenn man gute Erkenntnisse hat, selbst wenn sie relativ spät kommt. Dann haben wir ihn danach gefragt, was sie denn vorbereitet hätten, wann das sein solle, noch vor Weihnachten, sagte er. Und ob was vorbereitet sei, dann kam raus, sie hatten überhaupt nichts vorbereitet, überhaupt noch keinen Gedanken darauf verschwendet, wie das konkret laufen könnte, laufen würde. Und hat er sich, wenn ich unterbreche, hat er sich auch da schon versprochen gehabt, einfach mal so gesagt, wir geben Reisefreiheit, ohne dass das mit irgendjemand besprochen war? Ja, das wusste man ja nicht. Wir wissen heute im Nachhinein, dass das schon besprochen war. Das haben wir damals ja nicht gewusst. Also ob das nun eine Aktion von ihm alleine war oder so etwas, das war alles völlig unklar. Und wir haben dann erstmal gesagt, wir brauchen mehr Grenzübergänge. Die 11 reichen nicht aus, die waren ja voll durch den Rentnerreiseverkehr und den Dienstreiseverkehr. Das sah ja auch sofort ein. Dann haben wir noch überlegt, wie viele Leute kommen denn an dem ersten Tag, wo das möglich ist, nach West-Berlin. Und wir haben so auf 500.000 getippt. Und da sagt er, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Es haben nur 2 Millionen DDR-Bürger einen Reisepass. Und bis die dann ein Visum gestempelt haben, das können wir steuern. Da habe ich noch zu ihm gesagt, naja, aber Sie machen das doch überhaupt, weil der Druck zu groß ist. Naja, da sehe er kein Problem drin. Da sieht man, wie es geplant war, wie es eigentlich ablaufen sollte. Naja, und dann wurde gleich ein Treffen der Reise- und Besuchsbeauftragten vereinbart. Zwischen das heißt, ich will nochmal auf dieses Gespräch zurück. Ja. Dann sind Sie zurückgefahren. Wer war dabei? Ja, dabei war der Chef der Senatskanzlei, Dieter Schröder, der Chef des Presseamtes, Werner Kolloff und ein Beamter, der da mitgeschrieben hat. Was haben Sie denn im Auto, als Sie zurückfuhren, gesagt über das Gespräch? Denn eigentlich haben Sie gehört, also jeder DDR-Bürger kann demnächst reisen, wohin er will und wann er will.
Naja, also wir freuten uns natürlich erstmal darüber und zweitens waren wir sofort beschäftigt. Wir hatten eigentlich keine Zeit für große Überlegungen dazu, sondern es musste jetzt anrollen, dass wir uns vorbereiten. Denn das würde ja Ende Oktober bis Dezember irgendwann kommen und dann müssten wir vorbereitet sein auf 500.000 Besucher. Das war immer die Planzahl. Nachher waren es dann ja 1 Million tatsächlich, die an jedem Tag nach West-Berlin kamen. Also wir waren eigentlich mit den praktischen Sachen befasst. Wir haben dann auch Sie haben eine Reisegruppe eingerichtet, eine Arbeitsgruppe Reisen. Mehrere. Ja. Für jedes Ressort eine, die neue Lage also prüfen sollte und die für ihren Bereich Vorschläge zur Bewältigung des Reiseaufkommens machen mussten. Also es waren so Sachen wie, was ist, wenn jemand ins Krankenhaus muss? Wie übermitteln wir den? Wenn mein Kind verloren geht. Ja, Kind verloren geht, ja. Schlüssel verloren gehen, ja. Alles sowas. Ja, für alles musste Wo kriege ich die 100 Mark? Die 100 Euro waren ein besonderes Problem. Die 100 Mark waren ein besonderes Problem. Den Zuschlag, den ja jeder DDR-Reisende einmal im Jahr bekam, den auszuzahlen. Und da haben wir dann erst den Bankenverband beredet, Tag und Nacht, wann immer die Situation da wäre, sie würden Zahlstellen machen. Dann haben wir die Post und dann die Eigenbetriebe des Landes Berlin und die Betriebe und die Verwaltung verpflichtet. Jede Dienststelle, auch ein Polizeirevier, musste eine Zahlstelle Nur um das nochmal deutlich zu sagen, das war vor dem 9. November. Das war zwischen dem 29. Oktober. Genau. Und jetzt frage ich Sie mal, warum hat denn die Westberliner Presse nicht in Schlagzeilen berichtet, DDR öffnet Grenze? Ja, also wir haben das so nicht weitergegeben. Wir haben darüber eine Pressekonferenz gemacht, vollkommen klar. Es ist auch nichts geheim gehalten worden. Es gab doch eine Senatssondersitzung sogar, nicht? Ja, die war am 9. November dann. Ja. Die ist am 9. November gewesen. Nein, wir haben das völlig nur, wir haben natürlich nicht sagen können, die geben eine Reisefreiheit, wie wir sie verstehen, weil das wussten wir ja nicht. Wir haben einfach gesagt, was sowieso im Schwange war, das Reisegesetz wird neu gefasst. Und das wird so liberalisiert, dass viele zu uns kommen können und dann rechnen wir mit 300.000 Besuchern, haben wir immer nur gesagt. Das war die Höchstzahl, so die die Westberliner verkraften konnten. Und sind auch die einzelnen Maßnahmen, ist auch drüber diskutiert worden. Also zum Beispiel hatten wir ein Riesenproblem mit dem Transport der Leute. Nicht? Wenn du 500.000 Besucher zugrunde legst, 250.000 morgens rein, 250.000 abends rauf. Die anderen 250.000 hätten dann irgendwie dahin kommen müssen. So hatten wir das gedacht. Dann haben wir die BVG gefragt, ob sie das überhaupt bewältigen kann. Weil im kleinen West-Berlin waren auf den U-Bahn-Linien am Tag 1,5 Millionen Beförderungsfälle. Und da oben noch mal ein Drittel drauf. Das war schon ganz schön. Und das merkte man ja auch in den U-Bahnen. Die fuhren dann im kürzestmöglichen Takt. Ganz viele eben. Man kam schnell durch die Stadt, aber sie waren auch alle voll. Das heißt, mit anderen Worten, Sie haben bis zum 9. November schon die ganze Zeit das besprochen und geplant, am 9. November passierte. Ja, das heißt, und keiner hat es mitgekriegt. Nee, wir wussten es nicht, wann es kommen würde. Wir dachten natürlich, wir hätten mehr Zeit. Hatte Schabowski nicht gesagt, lieber Herr Momper, ich rufe Sie an? Doch, der Schabowski, wir haben dem gesagt, die müssen uns Bescheid geben, 14 Tage vorher. Mhm. Vielleicht eine Woche würde auch noch gehen, aber dann würde es schon etwas knapp werden, weil das ja inszeniert werden musste. Das war ein großes Ereignis für seine Regierung, für sein Land, für die DDR, für uns in West-Berlin, für die Bonner. Also die müssen dann alle kommen. Das haben wir ihm schon gesagt. Und deshalb, als ich das hörte dann, dass er die Pressekonferenz gegeben hatte am 9. November, habe ich auch gedacht, wieso hat er uns denn nicht vorher Bescheid gesagt? Das hat er uns doch zugesagt. Und haben Sie mal, jetzt springe ich mal ein bisschen, komme gleich zurück auf den 9. November, haben Sie mal hinterher mit ihm gesprochen und gesagt, lieber Herr Schabowski, warum haben Sie mich denn nicht angerufen? Ja, natürlich habe ich mit ihm darüber hinterher gesprochen. Es ist eben so gewesen, wie wir heute auch aus seinen Erinnerungen wissen. Der Krenz hat beim Rausgehen aus der ZK-Sitzung ihm den Zettel gegeben, hat gesagt, hier ist ganz wichtig für unser Land, das musste da verkünden. Und er hat sich den Zettel überhaupt nicht angeguckt, hat den in seinen Papierstapel verschwinden lassen. Und am Ende der Pressekonferenz kommt ihm auf einmal, Mensch, du sollst den Zettel von Krenz noch verkünden. Und dann kramt er ihn raus, liest ihn auch zum ersten Mal. Und es war ja eigentlich die Presseerklärung über die Reisefreiheit. Es war nicht die Verordnung selber. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ganz dezidiert auf den 9. November. Ja. Ich will nochmal in diese Zeitspanne dazwischen gehen. Das heißt,
weiß, die BVG war am 9. November, es lief ja auch reibungslos, vorbereitet. Ja, ja, aufgrund der Informationen, die sie schon am 29. Oktober hatten. Reisefrei, also dass die BVG vorbereitet ist, dass sie den Verkehr bewältigen kann. Dass zweitens die 100 Mark ausgezahlt werden konnten und die Leute nicht in langen Schlangen, sondern dass wir ganz viele Zahlstellen hatten, die praktisch nicht Feuerwehr waren. Zum Beispiel, Schulen. Feuerwehr, Schulen, alle mussten eine Zahlstelle aufmachen. Und dann war noch ein Problem, das Geld, weil nach 3 oder 4 Tagen, die kriegten ja alles geschenkt, also Taxifahrten, Benzin, was auch immer anfiel, Bananen, Bier. Ja, dann haben sie alles in die Tasche gesteckt, die 100 Mark, und freuten sich, nur Westgeld zu haben. Und dadurch kam im Kreislauf der Landeszentralbank kein Geld zurück. Kannst du ja ausrechnen, bei 100 Mark pro 1 Million Besucher ist der Bargeldumlauf schnell weg. Und dann musste über Nacht durch die Amerikaner 7 Tonnen Frischgeld aus Frankfurt eingeflogen. Wie viel war das? 4 Milliarden? Ja, oder ich weiß nicht, wie 7 viel. Tonnen Frischgeld. 7 Tonnen Frischgeld. Ja, ja, 7 Tonnen Frischgeld. Mit Militärmaschine. Mit einer Militärmaschine. Ja? Also, spannende Geschichte von Walter Momper. Und eigentlich, was Sie wahrscheinlich genauso verwundert wie mich, ist, dass am 29. Oktober Schabowski das schon alles dem regierenden Bürgermeister, damals Walter Momper, erzählt hatte. Nur er rief nicht an. Bleiben Sie dran, die Geschichte geht nämlich weiter und sie ist genauso spannend wie am Anfang. Wir senden 25 Stunden heute TV Berlin Spezial zum Mauerfall. 25 Jahre ist es her und darüber rede ich jetzt mit meinem Gast Walter Momper. Aber jetzt kommt erstmal eine kleine Pause. Bis gleich.